und will uns was, mir läuft das Wasser im Munde zusammen, wie lange nicht, hat einen eindeutigen Grund, einen Zitronensandkuchen. Ja. Und es riecht hier überall nach Zitrone und das ist so saftig alles. Also man muss wirklich aufpassen, dass... Ja, schenkt dir das Leben Zitronenbacken an Kuchen, Backe einen Kuchen raus. Ja, Kuchen. Ist so. Wobei mir fällt auf, das sind sehr große Kuchenstücke. Ja, das ist so der neueste Trend, sage ich mal, aus Frankreich. Bei den Kollegen, die machen, heißt Gâteau de Voyage, also ein Reisekuchen sozusagen. Und dann gibt es die klassische Sandkuchenform. Und die passt bei uns Deutschen natürlich sozusagen in eine Form rein, das Rezept. Aber hier passt dann tatsächlich in drei kleine und je nachdem, wie man das aufschneidet. Also einmal der Länge nach, so als Sandwich dann oder dann doch scheibchenweise in kleinen. Wir werden es gleich ausprobieren. Was brauchen wir für den Teig? Eigentlich relativ wenig. Es ist ein Sandkuchen, aber ein bisschen besonders. Das heißt, wir haben einmal die Eier, das habe ich schon eben gerade vorher gemacht, schaumig geschlagen mit Zucker, so 4 Minuten ungefähr. Dann haben wir die Butter flüssig. Normalerweise macht man das ja so, dass die Butter in Festform mit dem Zucker aufgerührt wird. Dann kommen die Eier nach und nach rein und dann kommt Mehl und dann auch Backpulver vielleicht rein. Und da ist gar kein Backpulver dabei. Aber geht der Kuchen denn dann überhaupt auf? Der geht auf, keine Angst. Und ich habe hier Mehl und Speisestärke in... Die Konditoren nehmen da ganz gerne Weizenpuder dazu, also Weizenstärke. Man kann aber auch Maisstärke nehmen oder auch Kartoffelstärke, das ist da gar nicht so tragisch. So, was wir brauchen ist aber den Geschmack. Und dazu brauche ich natürlich Zitrone, Zitronenschale. Ja, die ziehe ich mir hier ab. Mit diesem modernen Reiben kriegt man das ohne Probleme runter und auch nur so viel runter, damit es nur das Gelbe mit runterkommt und nicht das Weiße, weil das macht nachher den Kuchen bitter. Das wollen wir natürlich nicht haben. So, das Ganze kommt hier mit dazu. Wichtig natürlich, das sind Bio-Zitronen. Immer ungespritzt, ganz immer klar. Ungespritzt. Ja. Da kann man natürlich jetzt dann noch ein bisschen in die Feinheit gehen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt eine ganz besondere Zitrone haben, eine Meyer-Zitrone aus Florida oder aus Italien. Limetten kann man das bestimmt auch machen. Limette geht auch so. Also alle Zitrusfrüchte, man kann auch Orange genauso verwenden. Das ist überhaupt kein Thema. Den Saft brauchen wir nachher zum Tränken. Ja, und jetzt kommt einfach nur noch hier das Mehl-Puder-Gemisch. Sollten Sie das direkt mal nachbacken wollen fürs Wochenende, dann finden Sie das Rezept auf unserer Internetseite hr-fernsehen.de/hallohessen oder per QR-Code unten links eingeblendet, einfach mit dem Smartphone einscannen und dann haben Sie das Rezept auf Ihrem Handy drauf. So, und jetzt normalerweise fange ich immer an zu schreien, wenn einer irgendwie seine Masse mit dem Schneebesen macht, aber bei der Rezeptur funktioniert es tatsächlich, weil das ja schon so wunderschön schaumig geschlagen ist, ja. Dann brauchen wir im Endeffekt ein bisschen von der Masse in unsere flüssige Butter. Die Butter darf nicht mehr heiß sein. Das ist ganz wichtig, weil sonst fangen die Eier natürlich an, sofort zu gerinnen. Ja. Ja? Oder wenn tatsächlich ein bisschen Backpulver drin wäre, würde das jetzt sofort reagieren. Aber warum kippen Sie denn nicht die Butter in den Topf mit dem Teig rein? Weil ich dann zu lange rumrühren muss. Und dann fällt es tatsächlich zusammen. Das heißt, ich gleiche die Butter mit ein bisschen Masse an. Ja, man sieht, das wird eine richtig schöne Emulsion. Das sieht beinahe aus wie eine Mayonnaise. Ja. Jetzt kommt hier alles rein. Nochmal untergehoben. So, schön durchgemischt das Ganze. Und dann ist die Masse schon fertig. Also total easy. Ja. Krieg sogar ich hin. Wer, wenn nicht Sie? Wer, wenn nicht ich? Und dann heißt einfach nur noch abfüllen. Ich mach's mir hoppala. Ich brauche mal einen Helfer. Gut, dass ich da bin, ne? Ja. Ich da bin. Ja, eben gerade noch die Klappe aufreißen, ne? Und schon schwuppdiwupp passiert das Unglück. Und mir noch nicht mal die Finger schmutzig. Ja, ich auch nicht. Ja, dank doch meiner gutes, Hilfe. Doch ein gutes Team. So, jetzt
Das ist natürlich auch schön, weil das schon sozusagen ausgelegt ist. Da braucht man kein Papier zuschneiden oder sonst was. Finde ich ganz praktisch. Ja. Und jetzt teilen wir die Masse einfach hier in die Formen auf. Bis ganz oben hin oder müssen Sie einfach noch so ein bisschen so Platz geben, weil ja was aufgeht, ne? Zwei Drittel ungefähr gefüllt. Ja, ich mache das jetzt mal nur an einer. Ja. Und mache hier schon mal die Heizung an. Und dann, ganz wichtig, ich habe ja hier meine Teigkarte. Die kann ich zum Beispiel in Öl eintauchen und tue hier schon mal das Öl hier drauf verteilen. Warum? Weil ich will ja einen Ausbund haben, das soll ja ein bisschen aufbrechen. Ja. Die normale, klassische Methode ist, man tut es in den Ofen, das mache ich jetzt. Ja. Gebe das in den Ofen rein, lasse das mal so eine Viertelstunde anbacken und dann nehme ich ein Messer und fahre so eine Bruchlinie sozusagen entlang in der Mitte. Und dann bricht es auch auf. Wenn ich das, wie gesagt, in Öl oder in Butter eintauche und dann, also dann machen haben wir Sie Profis, den Schritt schon erledigt. Dann habe ich den Schritt erledigt. Ich kann ihn sozusagen vergessen. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, ja, ist der dann nicht dann doch ein bisschen trocken? Um den. Das ist ein vorgebackener. Das ist ein fertiggebackener. Den haben Sie schon mal. Gestern Nacht habe ich den gebacken. Ja, und jetzt tue ich einfach ein paar Löcher reinmachen. Man kann. Ich habe immer so, wenn ich zu Hause bin und so ein bisschen theatralischer machen will, dann habe ich meine Spritze fürs Grillen, wenn man da irgendwo was feucht machen will beim Braten oder beim Fleisch, dann kann man das natürlich auch mit einer Spritze machen, aber das ist die einfachste Variante. Also Löcher bohren und die müssen wir füllen. Löcher bohren und die müssen wir jetzt füllen. Das heißt, hier einfach habe ich eine Tränke hergestellt. Die Tränke besteht aus Zitronensaft, ein Teil Zitronensaft, ein Teil Zucker, ein Teil Wasser. Man kann natürlich auch, wenn der Sonntagskuchen für Erwachsene sein soll, Ein Limoncello nehmen. Dann ist natürlich der Sonntags-Nachmittagsausflug nach Italien gesichert. So, und dann? Und dann? Das soll sich jetzt also richtig schön vollsaugen. Kann man ja? Zwei, dreimal machen, wenn man mag. Also desto saftiger der sein soll. Ja. Und dann brauche ich die Form nur noch auseinandernehmen. Ausformen. Dann habe ich natürlich zu Hause selbstgekochte Zitronen, Marmelade oder Gelee. Ja. Ja. Damit wird das nochmal eingestrichen. Verziert. Jawohl. Und dann später in absehbarer Zeit gegessen. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ja? Ich auch, sehr sogar. So, dann nehme ich auch gerade mal den Pinsel hier wieder. Herr Sievert, ich lasse Sie mal in Ruhe. Gerne. Sie kriegen das jetzt hin, das sehen wir gerade. Glaube ich. Wir sehen ja gerade wieder, die Zitronenmarmelade verstrichen wird. Nachher kommt noch Zuckerguss drauf und dann, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Lecker und saftig. Lecker. Fein, wir kommen zum nächsten Thema. Wir kommen